Nächster Halt. Zoologischer Garten. Sie haben Ihren Schirm vergessen. Ach ja, danke, sehr liebenswürdig. Keine Ursache. Ah, Moment, Sie haben. Können Sie mal hinhalten? Danke. Ich darf mal eben. Danke. Hey, Ihr Paket. Entschuldigung. Guten Tag, Fahrkartenkontrolle. Darf ich mal bitte Ihre Fahrausweise sehen? Okay. Ja. Ah, da ist er ja. Erstädter Klinik. Schön, dass du mich besuchst. Aber Tante Elli ist doch klar. Aber sag mal, was machst du denn für Sachen? Alles halb so schlimm. Das Schlimmste war nur der Schreck, weißt du? Ja. Der Professor hat gesagt, wenn ich mich auf meine alten Tage nicht so sportlich verhalten hätte und mich abgerollt hätte, ja? Abgerollt? Wie? Ja, wie die Fallschirmspringer, nicht? Die Knie angezogen, leicht eingedreht und Rolle vorwärts. Leider stand die Anrichte im Weg. Die ist nur auch kaputt. Eigentlich. Willst du mal die Bilder sehen, Peter? Was? Du hast dabei auch noch fotografiert? Nein. Die Röntgenbilder von der Operation. Weißt du, der Professor hat sie vorhin vorbeigebracht. Guck dir das an. 7 Schrauben. Stell dir das vor. Ach, da haben die richtig so mit dem... Mit dem Schraubenzieher. Natürlich. Wenn das alles verheilt wird, dann werden die natürlich wieder abgeschraubt. Ach, Peterchen, sag mal, kannst du mich nicht mal von dem Gestrüpp befreien? Weißt du, Schwester Margarete da draußen hat wunderschöne Vasen. Schon unterwegs. Danke, Peter. Frau Dr. Senf, bitte in den OP. Ach, Schwester, wo gibt's denn die Vasen? Da hinten um die Ecke links. Ach, danke. Walter, bitte zum Labor. Ah! Ah! Oh. Ja, Tante Elli, was... Was machst du denn da? Nimm mir das ab. Nimm mir das sofort ab. Was ist denn das? Das fragst du mich? Dass du mit deiner leiblichen Tante solche makabren Scherze treiben kannst? Wo ich hier krank und hilflos liege. Lass dir doch erklären. Was ist das? Solche Geschenke macht mir mein Neffe. Ein Affenschädel. Ein Affenschädel? Ein Affenschädel? Lassen Sie mich erklären. Das draußen, war eine... Ihre Tante darf sich nicht aufregen. Ruhe ist die beste Medizin. Ja. Ach, Schwester, könnten Sie bitte mal die Blumen ins Wasser stellen? Ich danke Ihnen. Da haben Sie sicher einen schönen Scherz erlaubt mit Ihrer Tante. Ein bisschen geschmacklos, ne? Nein, sehen Sie, es war doch so. Wo haben Sie denn den Schädel überhaupt her? Und die anderen Knochen? Das war eine Verwechslung. Ich würde die Sachen auch gerne wieder zurückbringen. Ich weiß bloß nicht, wohin. Aber Moment mal, Sie sagten da vorhin, das sei ein Affenschädel. Vielleicht bringt mich das weiter. Ja, es könnte ein Affenschädel sein. Ein Schimpanse oder so. Ein Menschenschädel ist es jedenfalls nicht. Der ist vor allem hier, wo das Gehirn sitzt, runder und größer. Aha. Und das hier, das ist ein Mensch. Ich meine, das war ein Mensch. Ja, sicher. Außerdem hat der Affe viel längere Arme als der Mensch, vergleichsweise. Er muss ja bis zum Boden und sich abstützen. Ja, genau. Und dabei hängt die Wirbelsäule fast waagerecht, nicht senkrecht wie bei uns. Ja. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Beckenknochen. Ich werde gerufen. Entschuldigen Sie. Also,
Wiedersehen. Und erschrecken Sie Ihre Tante nicht wieder. So also sehe ich von innen aus. Ja, auch, natürlich. Was für ein Aufwand, nicht? So viel verschiedene Knochen. Sind die alle nötig? Na, ganz bestimmt. Sonst hätten wir sie nicht. Der Mensch hat nun mal einen harten Kern. Das, was übrig bleibt, wenn man gestorben ist. Deshalb kommt einem das Skelett auch immer so ein bisschen gruselig vor. Sollte es aber nicht, denn diese Knochenkonstruktion ist ein Wunderwerk der Natur. Gut, dass wir sie haben, diese 245 Knochen. Ja, so viele sind's. Und jeder von ihnen hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Jeder ist nötig. Von den Fußknöchelchen bis zum Schädeldach. Wer es nicht glaubt, sollte sich mal vorstellen, was alles buchstäblich daran hängt. Außen die Muskulatur und innen all die lebenswichtigen Organe. Wenn es keine Knochen gäbe, müsste die Haut das alles zusammenhalten und das wäre eine Katastrophe. Unser Körper würde zusammenfallen wie eine schlappe Luftmatratze. Wir könnten nicht gehen und stehen, müssten kriechen wie die Würmer. Das Skelett hält den ganzen Körper in Form. Es ist wie das Stahlgerüst eines Wolkenkratzers. Es hält die Sache zusammen und schützt alles, was innen ist. Und die Knochen selbst sind gar nicht so massiv, wie man denken könnte. Fest sind sie nur außenrum. Innen sieht man an vielen Stellen luftgefüllte Kammern. Das macht die Knochen leicht. Die Kammerwände wiederum sind sehr intelligent angeordnete Stützelemente. Das macht den Knochen biegsam und dabei sehr stabil. Na, trotzdem kann es natürlich mal vorkommen, dass er bricht. Dann muss man die Bruchstellen so gut wie möglich wieder zusammenfügen und dann das Ganze schienen oder nageln oder schrauben, wie bei Tante Elli. Ja, und dann, das kann keine Stahlkonstruktion, dann wächst der Knochen von selbst wieder zusammen. Nun hat ja unser Knochengerüst noch mehr zu tun. Es soll nicht nur stützen und schützen, es soll sich auch bewegen können. Dahinter stecken natürlich die Muskeln, die an den Knochen festgemacht sind und die ihre Befehle über Nervenleitungen vom Gehirn bekommen. Die schnellsten Signale von da oben und die besten Muskeln würden aber nichts nützen, wenn das Skelett nicht so vielseitige Gelenke hätte. Hunderte von Gelenken können wir in 58 verschiedene Bewegungen versetzen. Das macht uns kein Roboter nach. Und auch kein Tier. Unser Skelett ist nun mal das vielseitigste von allen. Das heißt, wir können nichts Spezielles, aber von allem ein bisschen. Da könnte auch ein Affe neidisch werden. Apropos Affe, ich muss doch endlich meine Affenknochen loswerden. Wo ist er denn da hingegangen? Na, ich glaube da runter. Zum Zoo, ja. Ja, der Arzt hatte recht, ne? Affen sind doch echte Vierbeiner. Müssen sich beim Gehen immer vorne abstützen, ja. Deshalb haben sie auch ganz andere Knochen als wir. Hm? Na, und die anderen Tiere hier haben wieder ganz andere. Nur schade, dass man sie nicht sehen kann, die Knochen. Ne? Ist ja immer Haut drüber oder ein Fell oder Schuppen. Stellt euch vor, ihr hättet einen Röntgenblick. Ihr fasstet hier hin, es machte Klick. Und mit einem Mal, da könntet ihr sie sehen. Vom Schädelknochen bis zu den Zehen. Die Gebeine, die Gräten, das Skelett, Knochengerippe von A bis Z. So sieht eine Kuh von innen aus und so eine Maus. So ein Biber,
ein Elefant und so meine Hand, so die Rippen von einem Gnu, so der Schwanz vom Känguru, hier die Gräten von nem Rochen, dort vom Pferd der Kieferknochen. Stellt euch vor, ihr hättet einen Röntgenblick, ihr fasstet hierhin, es machte Klick. Ihr könntet noch so viel anderes sehen, ob im Laufen, ob im Stehen. Gerüste, Gestelle, die Konstruktion, aufgepasst, du siehst sie schon. So sieht ein Flugzeuggerippe aus und so ein Haus. So ein großes Zirkuszelt und ein Baum auf einem Feld. Zeppelin und Autobus sowie das Blatt der Haselnuss. Einen harten Kern, damit es hält, hat fast alles in der Welt, oder? Ein harter Kern? Das gibt auch Tiere, da ist es genau andersrum. Innen weich und außen hart. Bei dem hier zum Beispiel, das ist eine Art Krebs. Ein uraltes Modell sogar. Das hat außen eine harte Schale. Ja, die stützt und die schützt. Aber hat einen Nachteil. Dieser harte Panzer wächst nicht mit. Und wenn jetzt der Krebs größer wird, dann muss er ausziehen. Muss sich häuten. Ja, bei den Muscheln ist es genauso. Innen weich und außen hart. Und dieses Bauprinzip gilt übrigens auch für alle Insekten. Für Käfer, für Wanzen, für Heuschrecken und für Bienen beispielsweise. Noch ein Skelett. Ja, ja. Innen hart, außen weich, nicht? Hey, da ist er ja. Hallo, Sie, warten Sie doch. Hallo, Ihre Knochen. Ich hab doch hier Ihre... Mist. So. Habe Ihre Knochen. So, na, dann kann er sie sicher abholen. Inzwischen werde ich mal versuchen, ob ich sie nicht zusammensetzen kann. Ja, das scheint ja alles irgendwie zusammenzupassen. Der Affe ist komplett. Einiges habe ich schon. Hier, die Wirbelsäule, Schädel, nicht? Ein paar Rippen und ein Bein. Und ja, das hier, das scheint ja, ja, der Oberarm zu sein. Das ist der Oberarm. Und hier, Elle, Speiche und die Hand. Ja. Ja. Moment noch, gleich. Das müssen wir jetzt erstmal zusammenfummeln. So. Ja, so passt es. So, ja, es passt. Oberarm, Unterarm, Elle und Speiche, nicht? Und die Hand. Naja, eigentlich ist das ja hier eine Affenpfote, aber sie ist doch gebaut, ja, wie meine Hand. Also kann ich doch hier dran studieren, wie ich so gebaut bin innerlich. Ja, zum Beispiel die Gelenke. Da gibt es diese Kugelgelenke, die sitzen zum Beispiel hier oben. Ja, ich kann den Arm in jede Richtung bewegen. Ja. Und in der Hüfte hat man auch sowas. Ja, das funktioniert genauso. Ja. Und dann gibt es noch diese Gelenke hier. Funktionieren wie ein Scharnier. Man hat sowas hier im Ellenbogen, ne? Und im Knie gibt es auch sowas. Na und dann, die Hand. Ein Wunder der Technik, der Natur. So viele kleine Knochen und Knöchelchen. Ja, sind aber alle nötig für dieses wunderbare Werkzeug Hand. Überhaupt, die Hand war ja das erste und einzige Werkzeug des Urmenschen. Die Hand war sein Hammer.
Und seine Zange. Ja. Ja. Und wenn es mal sein musste, war sie auch eine Pinzette. Ja. Ein ganz universelles Werkzeug. So hallo! Ja. Hallo! Herr Lustig! Ja, Sie sind's. Sie wollen Ihren Affen abholen, hm? Aber sagen mal, was wollen Sie denn damit? Später, junger Freund, später. Erst einmal muss ich sehen, wie es Elvis geht. Ja, sehr schön, ja. Nichts zerbrochen. Wie, der Affe heißt Elvis? Affe, ich bitte Sie. Elvis ist 1,5 Millionen Jahre alt und kein Affe. Er ist einer Ihrer Vorfahren, Herr. Lustig. Lustig, ja. Gestatten Sie, Plensdorf, Professor für Paläontologie. Angenehm. Nehmen Sie doch Platz, Herr Professor. Danke. Wir erforschen nämlich die Ursprünge des Menschen. Und Elvis hier ist ein Hominide, ein Frühmensch. Ein Mensch? Ah, na, sehen Sie mal, sein Schädel ist doch dafür viel zu klein und viel zu flach. Und außerdem, er hat vergleichsweise viel zu lange Arme. Ja, gut beobachtet. Sie haben recht. Aber überlegen Sie mal. Elvis stammt seinerseits von Affen ab. Die lebten auf Bäumen und liefen auf allen Vieren. Elvis hatte gerade erst gelernt, aufrecht zu gehen. Und jetzt konnte er seine Hände zu anderen Dingen gebrauchen. Er baute sich Werkzeuge, machte Feuer. Ja, ich verstehe. Und dazu musste er mehr nachdenken als die anderen Affen. Also brauchte er ein größeres Gehirn. Und das wiederum brauchte einen größeren Schädel. Genau. Ja. Wenn Sie das Thema interessiert, dann schauen Sie doch mal bei mir im Institut vorbei. Ja. Ich kann Ihnen da einiges erzählen. Komme ich gerne. Ja, hier übrigens als Geschenk, als Tausch. Sozusagen ein Menschenskelett gegen den Hominiden. Danke. Ein ehrlicher Finder muss doch belohnt werden. Ja, schönen Dank auch. Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Ne? Naja, dann gehe ich mal hin in sein Institut. Seit Millionen Jahren existieren Menschen und trotzdem gibt es welche, die bis heute nicht gelernt haben, sich zurechtzufinden. Ach, da hinten ist er, der Professor. Naja, dann... Ja, das ist Elvis, unser Hominide. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass ich ihn wohlbehalten zurückhabe. Hier, so sehen Ausgrabungsstätten aus, in denen wir Knochenfunde unserer Menschenaffen gefunden haben. Dieser Fundort hier liegt in Ostafrika. Und da liegen die Knochen einfach so rum? Keine Knochen, sondern zu Stein gewordene Knochen. Und wie findet man die? Durchsuchen. Wir haben viele Helfer, Arbeiter, Studenten, Wissenschaftler, wie ich einer bin. Wir suchen nach den kleinsten Teilen und Knochensplittern. Leider finden wir selten ein ganzes Skelett. Ja, sagen Sie mal, weiß man denn, wie der Elvis eigentlich von außen ausgesehen hat? Ich meine, so Augenfarbe, Haare oder die Haut? Ja, doch, das können wir schon ungefähr sagen. Ja, etwa so werden sie wohl ausgesehen haben, unsere Ur-Ur-Urahnen vor 15 Millionen Jahren. Sie waren gute Kletterer, lebten auf den Bäumen und fanden da oben auch genügend zu fressen. Also kurz, sie benahmen sich so ähnlich wie die Schimpansen heute. Vielleicht wurde irgendwann das Futter knapp. Jedenfalls begannen eines Tages einige von ihnen, den Boden unter den Bäumen nach Essbarem abzusuchen. Das war nun eine ganz andere Art der Fortbewegung. Man konnte auf zwei Beinen gehen. Die Urmenschen blieben unten, denn diese Zweibeinigkeit hatte Vorteile. Man hatte die Vorderbeine frei. Man hatte also plötzlich Hände und mit denen konnte man allerhand anfangen. Man konnte Dinge festhalten und herumtragen, man konnte einfache Werkzeuge benutzen. Während also die einen auf den Bäumen blieben, zogen die neuen Affen in die Steppe hinaus und passten sich da hervorragend an.
Sie mussten weit über das hohe Gras hinwegsehen können. Also richteten sie sich immer mehr auf und bekamen schärfere Augen. Sie mussten gute Läufer sein, denn es gab eine Menge Raubtiere in der Gegend. Wobei es aber wiederum von Vorteil war, die Hände frei zu haben. Man konnte sich mit Waffen verteidigen und selber andere Tiere jagen. Im Lauf der Zeit änderte sich dadurch auch das Knochengerüst. Die Arme unserer Vorfahren wurden kürzer als die der Verwandtschaft, die ja immer noch auf den Bäumen hockte. Und die Wirbelsäule bog sich elegant, damit sie beim Aufrechtgehen nicht umfiel. So sahen die ersten Zweibeiner aus. Schon sehr menschlich. Auf jeden Fall war im Kopf schon mehr Platz fürs Gehirn. Und das war auch nötig. Denn ein Lebewesen, das Waffen herstellt und zum Jagen benutzt, eines, das Feuer machen kann und seine Nahrung darauf erwärmt, ein Wesen, das auch nützliche Dinge sammeln kann und die auf längere Wanderungen mitnimmt. Das war ja auch sehr wichtig. Und ein Wesen, das sich mit Fellen von anderen Tieren bekleidet und den anderen Familienmitgliedern Geschichten erzählen kann. Ein solches Wesen braucht einfach ein größeres Gehirn und deshalb einen größeren Kopf. Also, vor ein paar Millionen Jahren oder so haben wir uns aufgerichtet. Aber dann war die Sache nicht mehr aufzuhalten. Wir konnten unsere Hände benutzen, sogar im Laufen. Wir haben ein größeres Gehirn gekriegt, da konnten wir sprechen und besser denken. Ja, und das alles war ja nur möglich, weil wir innen so ein festes Knochenskelett haben. Die Würmer und die Insekten haben das nicht. Die haben das nie so weit gebracht. Hallo Peter! Ja. Na, ist der Kaffee fertig? Der Kaffee ist fertig, setz dich. Du kannst ja wieder gehen. Ja, natürlich. Du hast doch selber gesagt, Knochen wachsen von alleine wieder zusammen. Das stimmt. Nur seine nicht. Ja, der Kaffee ist frisch gebrüht. Das sieht aber gut aus, Peter. Ja, das sind ja auch Eclair. Eclair, Liebesknochen. Ah. Ja. Lang zu. Ja. Aber ihr seht ja, ich habe nur zwei Tassen. Ihr könnt dann also auch schon mal ausschalten. Ne? Tschüss. Bedienen.